Moin Leute, ganz herzlich willkommen zum neuen Video. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Das Halbfinale steht an, diesmal also wieder im Doppelpack. Und ja, bleibt ansonsten sportlich fern in den Kommentaren. Morgen eventuell Frauen-Viertelfinale und Donnerstag eventuell Copa America-Viertelfinale. Mal schauen, wie ich das schaffe in der Prüfungsphase. Jetzt geht's aber los mit Deutschland gegen Rumänien. Ein bisschen war das Zittern durchaus zu spüren bei der deutschen Nationalmannschaft beim Spiel gegen Österreich. Ein 1:1 reichte dann am Ende für den Einzug ins Halbfinale. Rumänien zitterte sich ähnlich, wobei das Spiel gegen Frankreich über weite Strecken nicht sonderlich spektakulär war. Aber dennoch ein 0:0 gegen Frankreich ist auch respektabel. Und so war dann Deutschland gegen Rumänien das Halbfinale am Donnerstag um 18 Uhr. Die Deutschen wollten von Beginn an ihrer Favoritenrolle gerecht werden und das taten sie auch. Klostermann heute über die linke Seite aufgestellt, Henrichs fehlte ja gelb gesperrt. Auf der rechten Seite Baumgartel, Koch dafür in der Innenverteidigung, in der Startaufstellung. Erste Chance dann nach knapp 10 Minuten. Levin Öztunali mit dem Kopfball. Ganz knapp segelt der Ball am zweiten Pfosten vorbei. Und die Deutschen drückten weiter, Rumänien wartete ab und lauerte dann auf Konter, so wie in dieser Situation. Und das ging dann schnell und stark nach vorne. Guter Ball von Hadji auf die Außenseite zu Ivan. Der ist im Strafraum, die Flanke etwas zu weit. Mann kommt auch mit dem Fuß dann dran, der Abschluss kommt zustande, aber kein Problem für Nübel, der nach wie vor aus dem Spiel heraus ohne Gegentor dasteht. Kurz vor der Pause nochmal die Elf von Stefan Kunz. Waldschmidt und Dahoud. Starker, richtig starker Ball zu Florian Neuhaus. Und 1:0 für Deutschland. Zum besten Zeitpunkt, den man sich nur aussuchen kann. Eine Minute vor dem Pausenpfiff. Die Führung für Deutschland. Etwas zu viel Risiko jetzt mal von Rumänien. Das bestrafte sich sofort. Und so ging es mit eben 1:0 erstmal in die Kabine. Der zweite Durchgang dann erstmal unspektakulär. 10 Minuten brauchte die Partie, um reinzukommen. Dann ein Ballverlust und wieder dieser Hadji. Yannis Hadji, was für ein Tor und der Ausgleich. 56. Spielminute. Rumänien war wieder da. Die darf man einfach nicht abschreiben. In der Gruppenphase eben auch schon sehr positiv auf sich aufmerksam gemacht und dann schlagen sie hier zu. Deutschland schüttelte sich, brauchte eine Viertelstunde, um sich zu erholen. Es gab wenige Chancen in der Folge. Nun aber Klostermann mit dem Ballgewinn. Dahoud legt den Ball nochmal raus. Öztunali, Eggestein zu Neuhaus. Kein Abseits und wie der sich dreht und abschließt es überragend. Doppelpack des Mönchengladbachers. Rumäniens Verteidigung grätscht ins Leere und Neuhaus eiskalt. 10 Minuten vor dem Ende dann die Möglichkeit, alles zu entscheiden. Öztunali mit der Flanke, erstmal missglückt, doch Deutschland bleibt im Ballbesitz. Dahoud und dann Radu mit der starken Reaktion. Das hätte die Entscheidung sein können in der 81. Spielminute. So blieb es weiterhin spannend. Beim 2:1, ganz knappe Führung, starke Parade von Radu. Schlussphase, 87. Minute, Rumänien mit dem letzten Strohhalm nach vorne. Irgendwie zum Abschluss kommen, Hadji und dann ist Ivan da. Andrei Ivan in der 87. Minute macht er das 2:2. Deutschland verspielt zweimal eine Führung, wuchtiger Schuss, Nübel wieder geschlagen, da kann er nichts machen, noch verdeckt der Schuss. Und das war's dann fürs Erste, es ging also in die Verlängerung, Dahoud hätte es entscheiden können mit dem 3:1, schafft er aber nicht. Die Verlängerung war dann ein ruhiges Abtasten, keine wollte den entscheidenden Fehler machen, keine Mannschaft mit dem nötigen Risiko bis in die 105. Minute. Dann schlug Luca Waldschmidt zu. Neuhaus mit der dritten Torbeteiligung. Legt vor und Waldschmidt den Abschluss. Den hat er sowieso drauf. Haben wir auch gesehen gegen Österreich. Bedeutete gleichzeitig die Halbzeitführung von
3:2, also nach 105 Minuten das Ganze. Doch Rumänien drückte zur Schlussphase nochmal. Baumgartel kann den Eckball aus der Gefahrenzone klären. Da kommt nochmal wieder. Gefährlich wurde es hier nicht. Und es schien da so zu laufen, dass es mit dem 3:2 zu Ende ging. 120. Minute, noch einmal Rumänien. Die letzte Möglichkeit und die ist richtig groß gewesen. Aber Alexander Nübel, der gegen Österreich schon einige unmögliche Paraden doch möglich machte, ist hier im Endeffekt in der 120. Minute der Matchwinner und hält das 3:2 fest. Und Deutschland zieht damit ins Finale in Italien ein. Das wirklich über 120 Minuten dramatische Spiel hat das glücklichere Ende auf der deutschen Seite gefunden. Deutschland gewinnt gegen Rumänien mit 3:2. Das zweite Halbfinale, dann am Donnerstag um 21 Uhr, stand zwischen Spanien und Frankreich fest, nachdem sich Frankreich mit dem 0:0 gegen Rumänien als zweiter Platz, als bester Zweiter der drei Gruppen, den Halbfinaleinzug sicherte und ja, sich da etwas hinzitterte, denn es gab noch eine richtig gute Möglichkeit für Rumänien. Glück also für Frankreich, dadurch eben die Gastgeber Italien raus. Frankreich hatte die bessere Anfangsphase, wollte hier schnell dem Spiel seinen Stempel aufdrücken. Mateta, Toussaint und dann Ikone mit dem ersten Abschluss. Antonio kann es aber erstmal parieren. Das war durchaus ansehnlich, was Frankreich hier nach vorne fabrizierte. Doch mehr wurde es dann erstmal nicht. Und auch Spanien versuchte nach vorne etwas zu kreieren, ging dann etwas ins Risiko und das flog ihnen hier fast um die Ohren. Dann waren sie wieder sortiert, aber Mateta kommt trotzdem zum Schuss. Und wieder wird die Parade rausgeholt. Starke Drehung des Mainzers, dann etwas Pech, dass der nicht platziert genug war. Nun endlich mal die Spanier mit einem Abschluss. Das ist Mayoral. Heute in der Startaufstellung leitet diese Szene ein. Upamecano kann es aber verhindern. Oyarzabal fehlte verletzt, wurde in der Startaufstellung eben von Mayoral vertreten. Kurz vor der Pause dann nochmal die Franzosen mit einem Angriff. Über die rechte Seite, Amia, der rechte Verteidiger, mitgekommen. Flankenball auf den zweiten Pfosten und das Marcus Thuram mit dem 1:0. 38. Spielminute, die Führung für Frankreich, nicht unverdient, mit dem Kopfball ins kurze Eck. Bezwingt er da Spaniens Verteidigung zum ersten Mal auf erfolgreiche Art und Weise. Nach 45 Minuten stand dieses 0:1 dann fest. Wie gesagt, das ging alles in allem in Ordnung. Spanien musste nach vorne deutlich gefährlicher werden, wenn sie ins Finale einziehen möchten. Ceballos versucht das jetzt anzuleiten. Vorne als Mayoral und dann Ceballos. Kam jetzt auch noch etwas Pech dazu. Das war eine richtig gefährliche Aktion. Super Abschluss mit dem linken Fuß. Und haarscharf geht er am rechten Pfosten vorbei. Frankreich sorgte dann mit Angriffen immer mal wieder für Entlastung. Hier über Mateta, der aber nur das Außennetz trifft. In der 74. Spielminute hätte die Entscheidung schon sein können. Aber Spanien tat sich extrem schwer nach vorne. Nochmal Frankreich. Und Antonio mit der letzten Parade dieser Partie. Es kam von Spanien nach vorne. Leider Gottes zu wenig. Es gab kein Powerplay am Ende. Und so zieht Frankreich neben Deutschland als zweites Team ins Finale ein, das dann am Sonntag, am 30.06. gespielt wird. Über die 90 Minuten gesehen war das auf jeden Fall so zu akzeptieren für den neutralen Zuschauer. Ärgerlich für Spanien, aber Frankreich war die etwas bessere Mannschaft. Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Wenn's euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video und tschüss.